Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Dienstag, 11:30 Uhr, hier schleichen Bazillen ohne Ende. Alle drei Männer sind jetzt zu Hause. Ich hatte heute auch schon zwei Termine. Hallo. Bin gerade nach Hause gekommen und meine Jungs wollen was zum Essen haben. Die machen sich erstmal Tee und ich mache jetzt für uns alle Mittagessen. Dirk ja natürlich auch und ich habe nachher noch einen anderen Termin, muss ja in 2 Stunden wieder los und deswegen passt das ganz gut, dass wir dann gleich was zu essen haben und dann kann ich ja zum anderen Termin und gucken, was ich noch alles schaffe. Ja, hier schnieft und röchelt alles. Dirk ist heute auch zu Hause geblieben, war schon beim Arzt und ist jetzt auch krankgeschrieben. Ja. Die Jungs wollen Chicken Nuggets haben. Die mache ich gleich in der Heißluftfritteuse. Aber ich habe noch ein bisschen genau richtig für Dirk und vielleicht will einer doch noch und ich auch vor allem. Und Ise kommt bestimmt auch gleich, die hat heute auch nur 4 Stunden. Ja, mache ich jetzt das von gestern warm. Da sind noch, ich glaube, 3 Röllchen drin und die Kartoffeln sind noch übrig. Die brate ich jetzt in der Pfanne einfach noch dazu an, dann ist das unser Mittagessen. Fürs Abendessen muss ich mir noch was anderes überlegen. Ja, ich hatte heute schon Bestrahlung und Physio für den Rücken und nachher habe ich Zahnarzttermin. Genau. Erstmal Kontrolle, wie das so verläuft gerade mit, ja, so nach 3 Terminen bei der Physio für Kiefer. Und eben auch will ich, dass sie mir die eine Füllung austauscht. Vorhin hat die Klinik angerufen. Bestätigt, ne, nachgefragt, ob ich komme und so weiter. Keine Absage, wie ich befürchtet habe. Ja, ich musste die erstmal wegdrücken, als ich auf dem Tisch lag beim Physio. Hab aber dann gleich zurückgerufen. Ja, das war jetzt einfach nur Bestätigung, Terminbestätigung, weil ja jetzt noch Feiertag und so weiter kommt. Ne? Die haben dann heute schon angerufen. Was mich ein bisschen da jetzt, ich habe dann nachgefragt, die haben kein Fernseher auf dem Zimmer. Das ist natürlich Scheibenkleister, sage ich mal so. Ich mache es mal hier vorheizen. Einmal die Kusuri, die habe ich euch schon oft gezeigt. Die Kinder machen ganz oft was damit. Wir machen gleich Nuggets da drin. Ne? Deswegen erstmal vorheizen. Ja, weiter im Text. Es gibt nur einen im Gemeinschaftsraum, einen Fernseher. Das ist natürlich für mich nicht ganz so. Also ich dachte eigentlich, ich kann dann zwischendurch ein bisschen Fernsehen gucken auf dem Zimmer und so weiter. Internet muss ich auch kaufen. Das heißt, es gibt da kein Internet so jetzt wie im normalen Krankenhaus. Das wird sehr schwer. Ich werde sowieso einige Bücher mitnehmen, das ist schon mal klar. Aber so ganz ohne, ne, ich gucke ja auch andere YouTuber, für mich ist es dann auch mal so entspannen, mal andere Kanäle mir angucken und auch eure Kommentare und so weiter. Da will ich ehrlich gesagt nicht ganz ohne Internet sein. Mal sehen, wie das jetzt alles wird. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, ob ich für Fernsehen, ne, zum Fernsehen gucken, einen Kopfhörer, also Kopfhörer brauche. Und die meinten, nö, auf dem Zimmer gibt es nichts. Ups. Ja. Wird sehr interessante Zeit sein, denke ich mal, für mich. Fürchte ich. Werden wir sehen. Ja, ich werde euch heute mitnehmen, wo es geht. So viel wird es wahrscheinlich gar nicht sein, weil ich einfach auch gar nicht so viel zu Hause bin. Wie gesagt, ich bin heute schon viel unterwegs gewesen, hatte schon einige Kilometer auch hinter mir mit dem Auto. Naja, ist nun mal so. Hier brate ich jetzt einfach nur die Kartoffeln an. Ganz einfach so, ne? So ein bisschen Fett, ohne irgendwas Besonderes hier. Nur die Kartoffeln.
anbraten. Dazu wärme ich gleich hier parallel das Essen von gestern auf. Und gleich ist das Teil vorgeheizt und dann gebe ich einfach die Nuggets rein. Dafür habe ich auch so ein Backpapier. Ich muss unbedingt noch irgendwo eine größere Menge davon bestellen, weil in der Packung, die war auch ziemlich teuer, sind nur 20 Stück. Natürlich kann man die mehrfach benutzen, aber irgendwann muss man halt ein neues einlegen. Deswegen muss ich mal bei Amazon, glaube ich, da kann man die 100er bestellen. Meine Mutter hat auch nämlich gefragt, dann kann ich ein paar ihr abgeben und so weiter. So, die Vorheizprogrammgeschichte hier ist zu Ende. Also hole ich jetzt den Korb raus. Lege da das Backpapier rein, damit man die nicht dann dauernd putzen muss. Das ist eine sehr gute Sache. Und dann schmeiße ich einfach nur die Nuggets rein. Das sind solche Gockelchen von Lidl. Eine Packung. Schiebe die wieder rein. Und suche das Programm hier Airfry. 195 Grad. 10 Minuten, ich denke 10 Minuten reichen sogar und los geht's. So schnell geht das Ganze. Nach der Hälfte der Zeit piept das Teil, dann muss man einmal gucken, ob man die Nuggets oder eben egal was man dann drin hat, wenden muss. Dann wendet man das halt, beim Pommes schüttelt man einmal einfach den Korb und dann für die restliche Zeit rein und dann muss man halt gucken, ob die fertig sind, wenn nicht, dann noch weitere Minuten, 2-3 Minuten eventuell. Ja, so eine Heißluftfritteuse ist tatsächlich eine super Geschichte. Eben wenn man so zwischendurch vor allem für eine, zwei Personen was machen will, das passt super mit dieser. Um jetzt für die ganze Familie eine ganze Mahlzeit drin zu machen, ist die für uns, für 5 große Personen, definitiv zu klein. Ja, aber ich habe da eventuell eine größere in Aussicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall machen wir das jetzt fertig hier und essen und danach gucke ich, was ich noch vor dem nächsten Termin erledige. Ja, ich nehme euch dann einfach mit. Ja, Lieben, und jetzt ist es auch schon nach dem Abendessen. Wir haben jetzt alles, ja, aufgegessen. Von den Kartoffeln ist nichts mehr da, von gestern der Soße und die Röllchen sind auch alle weg. Hat genau gepasst alles. Dann ist irgendwann mal Isi nach Hause gekommen. Und ja, jetzt wuseln alle hier durch die Gegend. Christian und Isabel suchen was zusammen, weil sie die nächsten Tage dann mit Scouts, mit den großen, älteren Pfadfindern unterwegs sind und brauchen halt was dafür, ne, sowas wie Thermoskanne und Becher und Geschirr und so weiter. Und ich bin jetzt dabei, ein bisschen die Küche aufzuräumen, während sie da jetzt oben und überall ihre Sachen packen. Isabel wollte nicht mitessen, war auch nicht mehr da, als sie gekommen ist. Ja, die hat sich, wie ich mir schon gedacht habe, unterwegs, die hat noch ein paar Erledigungen zu machen, was geholt gehabt und hat schon was gegessen. Also, passte es schon mal. Jetzt räume ich die Küche einfach auf. Ich habe gerade den Herd und die Arbeitsplatte und ja, diese Platte dahinter eingesprüht und auch den Tisch einmal sauber gemacht. Jetzt mache ich alles auf der Spüle weg, was da jetzt zum Abtropfen stand, damit ich einmal wieder die ganze Ecke hier richtig sauber machen kann. Die Spüle ist auch schon wieder mit Verfärbungen. Das geht bei dieser Spüle so schnell. Also ich sag's euch, auch wenn sie am Anfang schön ausgesehen hat, nie wieder so eine Spüle. Am besten nehme ich, wenn ich mal irgendwann mal die Gelegenheit dazu bekommen werde, eine, die entweder dunkel ist, also deutlich dunkler als diese jetzt, oder Edelstahl. Ich, ja,
habe mich damals beim Küche bestellen von der Optik blenden lassen und gar nicht daran gedacht, dass das nicht ganz so praktisch ist alles. Ich frage mich, wie die Leute mit weißer Spüle leben, weiß ich nicht. Also, die muss man ja wahrscheinlich nur noch putzen die ganze Zeit. Ja, aber meine muss ich ja auch andauernd putzen und wenn Verfärbungen wieder da sind, was ja ständig der Fall ist, weil da immer mal Kaffee oder Reste vom Tee oder Soße oder sonst irgendwas reingekippt wird, ja, muss man die dann halt auch entfernen. Jetzt habe ich schon mal den Herd und alles da abgeschrubbt und putze einmal die Spüle grob ab, also vor allem die ganzen, ja, Essensreste, wenn da irgendwas drin war, also auf jeden Fall alles, was drin in der Spüle lag, irgendwas, Müll oder so, alles entfernt. Und jetzt habe ich die zugemacht gründlich und gebe da das Pulver, also Geschirrspülpulver rein. Oder man zerkrümmelt ein Tab. Und dann gieße ich einfach nur kochendes Wasser rein, den ganzen Wasserkocher und noch ein bisschen. Ich habe nachher noch den Wasserkocher aufgestellt. Und lasse es erstmal so Viertel bis halbe Stunde stehen. Jetzt ist die Zeit auch schon vergangen. Und ich muss alles nur einmal abspülen. Einfach nur mit klarem Wasser abspülen und nachtrocknen. Kein Schrubben mehr notwendig. Ist eine super Geschichte. Gefällt mir ganz gut. Ich bin echt froh, dass ich diesen Trick entdeckt habe. Und ich weiß, dass einige von euch da draußen auch das schon ausprobiert haben und genauso begeistert sind wie ich. Die Spüle sieht wieder aus fast, aber nur fast wie neu. Auf jeden Fall ist aber alles jetzt sauber. Ich stelle die ganzen Sachen drauf und düse los. Ich habe gleich einen Zahnarzttermin, muss vorher noch einmal die Zähne putzen und alles so. Dann geht's auch für mich schon los. Heute sind ganz viele Termine, deswegen ja, ist halt auch das Video nicht besonders lang und interessant. Ja, jetzt bin ich auch schon wieder zurück und wach. Ich habe vorhin nach dem Termin erstmal eine Zeit lang auf dem Sofa ein bisschen geschlafen. Ja, ging nicht anders. Und jetzt koche ich eine Suppe. Wieder mal eine Suppe. Aber ich denke, bei den ganzen Bazillenschleudern hier ist es auch ganz gut. Suppe ist immer gut wärmend und ja. Ich mache jetzt eine Spinatcremesuppe. Wer hätte das gedacht, ne? Da steht Spinat. Ich habe ja eine große, also eine Packung 500 Gramm gekauft. Aber gestern für die Röllchen habe ich ja keine Packung, keine 500 Gramm gebraucht. Das ist schon mal klar. Und bevor ich das jetzt wegschmeiße, weil es schlecht geworden ist oder so, verwende ich das. Man hätte es natürlich auch einfrieren können. Ja, wie ich Cremesuppe koche, habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Ich habe jetzt ein bisschen Fett im Topf gehabt. Dann habe ich eine Zwiebel, eine Solo-Knoblauch, zwei Möhren rein. Alles nur grob geschnitten. Jetzt habe ich ein paar Kartoffeln. Die habe ich geschält und schneide auch einmal grob. Dann habe ich geguckt, okay, der Topf ist nicht besonders groß, aber trotzdem groß genug und Kartoffeln waren nicht genug. Also habe ich noch zwei große geschält und jetzt gebe ich noch die Kartoffeln dazu. Das Ganze wird jetzt einmal kurz angebraten. In der Zeit spüle ich den Spinat einmal ab und dann wird ja im Topf einfach Wasser noch reingegeben, ein bisschen Salz und Pfeffer und es mal kochen lassen, bis die Kartoffeln halb durch sind. Ja, und jetzt ist es auch schon soweit und ich gebe Spinat rein. So viel wie man mag. Man kann auch genauso Rahmspinat nehmen, habe ich auch schon mal gemacht, aber jetzt hatte ich gerade den frischen. Also einmal Spinat rein. Und weiter köcheln lassen, bis auch das fertig ist. Das dauert aber nicht lange, nur wenige Minuten. Und dann ist das auch alles gekocht. Ich habe auch noch ein bisschen Muskatnuss dazu getan und eben Salz, Pfeffer. Und solange jetzt die Sachen im Topf kochen,
schneide ich ein paar Würstchen. Ich mache heute die Suppe mit Würstchen, mögen meine Mitbewohner am liebsten. Einfach in dünne Scheibchen schneiden und am Ende reingeben. Ja, wenn das alles jetzt gekocht ist, wird das einfach nur püriert, mit ein bisschen Creme leicht, abgeschmeckt, Salz, Pfeffer nochmal gucken, ob da was noch rein muss. Dann gebe ich ein bisschen Gemüselrounder dazu und Gartenkräuter, gefrorene Gartenkräuter. Ein paar Lorbeerblättchen am Ende und zum Schluss die Würstchen. Fertig. Nur noch wenige Minütchen dann aufkochen lassen und man kann essen. Ja, das ist auch alles. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 7:45. Ich hatte heute nicht wirklich viel, wobei ich euch mitnehmen konnte, weil ja, Termine, ich hatte heute 3 Termine. Ich war bei meiner Zahnärztin ja noch am Nachmittag und danach ging es mir nicht so gut. Ich habe mich erstmal hier hingelegt und bin eingeschlafen tatsächlich. Ich habe einfach so 1,5-2 Stunden hier geschlafen. Habe ich dann wohl gebraucht. Was weiß ich, warum auch immer. Auf jeden Fall geht es mir gerade nicht ganz so prickelnd. Aber ein Lichtblick ist doch am Horizont. Es ist höchstwahrscheinlich der Übeltäter gefunden worden. Für diese Schmerzen. Ich bin eine Kuriosität anscheinend. Meine Zahnärztin Silvia, die hat erstmal betäubt. Ne? Die wollte ja die Füllung austauschen. Und dann danach, ich habe das mal nur noch so stirnrunzelnd gesehen zwischendurch. Dann hat sie Alex gerufen, meine Freundin, ne, die da arbeitet, Assistentin und so, ne. Und dann haben die da was gemacht. Ich erkläre dir das später, warte mal, ne, ich mache es mal. Und dann am Ende hat sie dann mir erzählt. Also auf jeden Fall hat sie die Füllung rausnehmen wollen. Und die war auch richtig noch hart, also nicht irgendwie da ein Loch oder sowas. Nur der obere Teil, der war hart. Der Rest, da drunter, war zerbröckelt. Ne? Die sagt, die hat den oberen Teil weggenommen und der Rest sprang halbwegs in kleinen Stückchen entgegen. Und da drunter war ein freiliegender Nerv. Also die sagt, die arbeitet schon, ne, seit über 20 Jahren. Und das hat sie noch nicht gesehen. Dass da jetzt wirklich, und der Zahn lebte tatsächlich noch, was auch an sich eigentlich nicht wirklich abzusehen war. Weil da eben schon drin gearbeitet wurde und so weiter. Auf jeden Fall sagt sie, diese freiliegende Nerv und dann eben die Füllung, die eben da unten schon gebröckelt war und dann knirschen. Ne? Wenn ich dann nachts mit dem Kiefer so im Gange bin oder wenn ich in Gedanken bin oder so, ja, das hat alles dazu geführt, dass ich und dann eben noch das abgenutzte Kiefergelenk und so, ne?
Das alles zusammen hat wohl diese Schmerzen verursacht. Jetzt hat sie da natürlich erstmal keine feste, also bleibende Füllung reingemacht. Die hat mir da jetzt erstmal ein Medikament reingetan. Dieses Medikament wird jetzt den Nerv abtöten. Und dann wird da eben Wurzelbehandlung durchgeführt, wenn ich aus dem Krankenhaus, aus der Klinik wieder da bin. Habe auch gleich schon für den Montag nach der Klinik einen Termin gekriegt. Genau. Aber so sieht's aus. Die hat aber auch gesagt, dass jetzt heute und morgen der Zahn und so und Kiefer, nachdem ich da jetzt wirklich wie so ein Anaconda mit ausgerenktem Kiefer halbwegs lag, ordentlich Radau machen wird. Aber dann sollte es eigentlich besser werden. Ja. So sieht's aus. Und wenn das tatsächlich so ist, dann bin ich echt super glücklich. Auch wenn es bedeutet, dass ich jetzt noch ein paar Termine mehr habe, dann, ne, wenn ich wieder da bin, mit Behandlung und so weiter. Aber wenn das alles ausgestanden ist, dann hoffe ich, dass die Schmerzen Geschichte sind. Weil ich laufe wirklich, ja, buchstäblich auf dem Zahnfleisch mittlerweile. Die Klinik hat sich gemeldet vorhin, Termin wurde bestätigt, ne, habe ich euch vorhin schon erzählt. Jetzt bin ich schon am Überlegen und auch so mehr oder weniger so ganz langsam die Sachen zusammentragen. Easy hat mir ihre Box mit den Kopfhörern gerade runtergebracht. Die braucht sie nicht, werde ich mitnehmen, damit ich in Ruhe auch mal was auf dem Handy gucken kann oder so. Ich nehme auch mein Tablet mit. Und dann muss ich die nächsten Tage schon mal meinen Koffer packen, weil das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt hier zu Hause im Krankenhaus liege, kann ich ja zu Hause anrufen hier, ne? Ich bräuchte mal eine dickere Jacke oder ich bräuchte mal noch ein paar Socken oder, keine Ahnung, saubere Hose oder so. Es ist ja nicht der Fall dann, ne? Dann muss ich ja jetzt vorausschauen und alles mitnehmen, was ich eventuell in den 12 Tagen da brauchen werde. Sehr interessant. Ich werde einen großen Koffer mitnehmen. Ja. Aber das war jetzt so mehr oder weniger mein Tag tatsächlich. Ich habe zwischen den Terminen ein bisschen Haushalt gemacht. Ja, als ich dann hier war, habe ich auch ein bisschen noch was gemacht, bevor ich mich hingelegt habe. Aber nicht euch dann jetzt irgendwie noch mitgenommen, weil, ja, war mir nicht so ganz danach. Genau. Ja, und das war es dann. Die Suppe war übrigens sehr, sehr lecker, aber war ja auch wieder nichts Besonderes. Ich musste den Spinat aufbrauchen, weil ja so ein 500 Gramm, so ein Riesensack, habe ich natürlich gestern ja nicht so viel davon benötigt für die Röllchen. Musste ich irgendwie verwenden, anstatt wegzuschmeißen, ist klar. Deswegen habe ich jetzt diese Spinatcremesuppe gemacht. Hat allen sehr gut geschmeckt. Für morgen, für Mittag ist auch noch was da. Passt. Zum Abendessen muss ich dann was anderes noch machen. Mir überlegen, was ich jetzt die nächsten Tage so mache. Genau. Ich werde euch morgen versuchen mitzunehmen. Drückt mal einfach die Daumen, dass die Schmerzen diese Nacht nicht zu dolle werden, aber das tut jetzt schon ziemlich weh alles, obwohl ich vorhin schon was genommen habe. Das wird noch schlimmer, glaube ich. Fürchte ich schon fast. Aber dann habe ich das vielleicht irgendwann mal ausgestanden alles. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Video von heute. Tut mir leid, dass es heute nicht wirklich irgendwie so dolle interessant und spannend und abwechslungsreich war. Aber manchmal ist es halt so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.